So, ich müsste eigentlich mal Generation wechseln, was jetzt echt angebracht wäre, weil ich hier alleine durch die Gegend schlag schon das ganze Scheiße ist. Ich komme mir generell irgendwie, wenn ich dann im Redefluss bin, komme ich mir vor, als würde ich schon seit 7 Tagen am Stück reden, aber dabei sind es erst, wie gesagt, 20 Minuten. Apropos, wo mir gerade das wieder einfällt. Ich habe jetzt mehr oder weniger rausgefunden, wie das mit dem Street Pass auf dem 3DS funktioniert. Und bin die ganze Zeit voll geil darauf, irgendwelche Leute zu treffen. Aber keine Sau hat Street Pass an. Ich meine, ich bin in einer Großstadt, okay? Ich laufe durch eine Großstadt und das dreimal in der Woche. Ich bin an einer Uni, wo 40.000 Leute sind. Und von diesen gefühlten 100.000 Leuten, denen ich am Tag begegne, haben 2 maximale Street Pass an. Darunter Lukas. Ich habe jetzt diese Street Pass seit ungelogen etwa 2 Wochen am Stück an, wenn ich halt irgendwo bin, wo mehr Leute sind als ich. und ich habe bis jetzt, glaube ich, 8 Begegnungen erst. Was ist los mit euch, Leute? Macht euren Street Pass an. Ich will Begegnungen haben. Deswegen ist halt meine große Hoffnung, dass ich auf der Gamescom ganz viele Begegnungen habe. Und wenn ihr ein 3DS habt und auf die Gamescom kommt, dann bitte, bitte macht euren Street Pass an. Es gibt so viele Sachen, die ich auch noch erfüllen muss, die aber halt nur mit dem Street Pass funktionieren. Du kannst jetzt das Hangi-Yogi-Park West benutzen, okay. Und das wird mich halt einfach mal... Ich meine, das ist echt eine echt coole Funktion und so krass viel Akku frisst es nicht. Das heißt, im Prinzip, bitte, bitte macht's an. Also, wie gesagt, ich find diese Street Pass-Funktion eigentlich mal ganz bezaubernd. Hab mir auch einen Mii gemacht, der nicht aussieht wie ich, sondern wie meine Plüschgiraffe und auch so heiß. Also, okay, also wenn ihr wirklich auf die Gamescom kommen solltet und einen Streetpass anmachen solltet und einen Mii kriegt, der irgendwie ein bisschen orange aussieht und ein bisschen komisch aussieht und Yunchi heißt, das ist meiner. Weil ich, keine Ahnung, ich finde Yunchi irgendwie süßer als mich. Also gibt es Yunchi als Mii. Ja. Ich will unbedingt Streetpass begegnen, aber wie gesagt, ich war jetzt so oft unterwegs und es gibt niemanden, der den Streetpass anmacht. Das ist voll scheiße. Macht ihn einfach an, Leute. Also nicht ihr, sondern so generell ein Aufruf an die Welt. Macht's bitte einfach an. Für mich. Ich habe aber letztens einen aus Großbritannien getroffen. Das war wahrscheinlich, als ich letztes Mal im Bus von der Uni zum Bahnhof gefahren bin. Okay, C-Herausforderungen sind gerade aktiv. Muss ich da was tun? Nein. B-Herausforderungen fangen dann an. Riesiger Thunfisch. Riesiger Thunfisch. Wo muss ich denn hier? Yogi Park West. Also eigentlich müsste ich hier bleiben, aber ich habe noch voll viel Zeit. Ach, man mag 24 Tiere. Was ist eigentlich mit dem Elefanten? Gucken wir einfach mal. 5 Herausforderungen, Generation über 2 normal. Das habe ich schon, aber Herausforderungen, das sind die. Wir gehen jetzt noch aus, Mützig. Aber in Dogensacker sind die Tiere wild. Ha. Ach, scheiß drauf. Okay, Ratte, 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 Ratte. Also, manchmal, wenn ich anfange zu denken, dann kann man echt so die Zahnräder in meinem Kopf laufen sehen. Das ist der Hammer. Aha, ich wollte, wie gesagt, so viele Sachen erzählen und mir ist überhaupt nichts mehr im Kopf geblieben. Aber mein Kopf ist gerade irgendwie sowieso voll scheiße, weil der macht, was er will und nicht, was ich will. Okay, ich werde also, wundert euch übrigens nicht, wenn ich die nächsten... Warte, was haben wir jetzt? Mai. Die nächsten 3 Monate komplett nur über Gamescom reden werde, weil ich einfach so... Oh, ho, 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 scheiße. Bock auf Gamescom hab, das ist der Hammer. Okay, wir verpissen uns jetzt, Mister. Weil einfach... Ich weiß nicht, einfach diese ganze Stimmung dort ist einfach saugeil. Ich freue mich einfach tierisch drauf, das wird super. Und für jeden, der es noch nicht ganz mitbekommen hat und auf Gamescom ist und mich treffen will, ich bin Mittwoch, Freitag, Samstag da. Donnerstag bin ich im Vergnügungspark. Weil, wenn ich schon mal in der Nähe von Köln bin, oder wenn ich schon mal in Köln bin, fahre ich ins Phantasialand, weil das nämlich in der Nähe von Köln ist. So, Mittwoch, Freitag, Samstag bin ich da. Ihr werdet mich erkennen, wie, das denke ich mir noch aus, aber ihr werdet mich erkennen. Lukas ist auch da. Und ja, es würde mich übrigens sehr freuen, wenn ich ein paar Leute von euch treffen würde, weil es irgendwie auch voll interessant ist, so mal rauszufinden, wer eigentlich die Leute hinter den Klickzahlen sind, so blöd es eigentlich klingt. Aber im Prinzip, ja, wie gesagt, wir kriegen von euch Klickzahlen und ihr seid unsere Abonnenten und ihr schreibt uns Kommentare.
Aber es ist halt nochmal eine ganz andere Riege, da den Mensch dahinter zu treffen. Und das würde mich halt mal sehr freuen. Und vielleicht trifft man sich ja irgendwie mal dort. Ich werde wahrscheinlich dort sein, wo irgendwelche Rollenspiele am Start sind. Ah, ich bin gleich tot, das finde ich uncool. Trink was, Tier. Jetzt. Ah, fuck. Ja, total uncool. Wie mir einfach... Oh, toll. Deine Mutter, ehrlich, ey. Fuck. Okay, mir egal. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Ich verpiss mich jetzt hier. Woo! Ah, vielleicht werde ich auch generell ein bisschen in Köln. Ich war sogar übrigens, um nochmal auf diese Streetpass-Sache zurückzukommen, ich war sogar in GameStop und die hatten da keinen Mii. Was soll denn die Geschichte? Normalerweise haben die doch so immer so Geschichten. Aber, naja. Ja, dann ein bisschen enttäuscht. Ich will einfach nur Streetpass. Wo bin ich und wenn ja, wie viele? So. Oh. Kriege ich jetzt Seitenstechen, wenn ich das so viel laber? Unfassbar. Was? Ich will nicht, dass meine Playstation diesen Yellow Light of Death kriegt. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Vor allen Dingen, weil ich das Ding ja gebraucht gekauft habe. Das heißt, ich habe keine Garantie, kein gar nichts. Das heißt, wenn meine Playstation mir flöten geht, muss ich mir eine neue kaufen. Genauso wie, wenn mein 3DS flöten geht, muss ich mir einen neuen kaufen, weil ich ihn ja gewonnen habe. Das heißt, keine Garantie, kein Kaufnachweis, kein gar nichts. Wobei ich aber momentan so scharf bin auf diesen 3DS XL in Weiß mit Animal Crossing Design. Oh, ich finde den so hübsch, aber der kostet halt einfach mal über 200 Euro und das Geld habe ich einfach nicht. Und einfach mal spaßeshalber für eine Konsole Geld ausgeben, die ich eigentlich schon habe, funktioniert halt nicht. Aber ich finde den wahnsinnig süß. Und wenn mein 3DS XL irgendwann flöten geht, dann kaufe ich mir den im Animal Crossing Design. Ich finde den so hübsch. Aber Animal Crossing werde ich mir sowieso zulegen, weil das so ein Spiel ist, das man irgendwie mal gespielt haben muss. Und ich habe noch nie Animal Crossing gespielt. Fuck, was ist denn hier los, Alter? Oh, scheiße. Und deswegen, ich werde mir aber, wie gesagt, wie ich eben, glaube ich, gesagt habe, demnächst eins zulegen, weil Nintendo ja momentan diese Aktion laufen hat von wegen so viele Spiele und es gibt 8 Spiele zur Auswahl und wenn du 3 davon kaufst, kannst du dir ein 4. kostenlos runterladen. Und da werde ich dann höchstwahrscheinlich dran teilnehmen, auch wenn es ein bisschen Geld kostet, aber ich habe ja erzählt, ich habe meine Monster-High-Puppensammlung bin ich jetzt am Verkaufen. Und habe auch schon so gut wie alle verkauft, das heißt, jetzt ein bisschen Geld in meine Kassen gekommen. Die ich aber auch genauso gut für Spiele auf den Kopf hauen kann, wie für alles andere. Also ich werde natürlich das meiste von dem Geld selbstverständlich behalten, weil es immer etwas gibt, was irgendwie anfällt. Aber so ein paar DS-Spiele gehen immer. Vor allem, weil ich auch so wahnsinnig wenig habe. Ich habe mir jetzt auf eBay super günstig die ersten 4 Layton-Teile erstöbert. Und da musste ich einfach zusagen, weil Layton funktioniert. Und wie ich schon, glaube ich, 5-mal erzählt habe, ich bin echt beschissen in Rätseln, aber Layton macht einfach sau Spaß. Und ja. Oh, und wie das einfach gedauert hat, bis ich mal diese Internet-Einstellung gefunden habe, weil die ersten 4 Layton-Teile sind ja DS. Und DS-Spiele unterstützen kein... Oh Gott, lass mich nicht lügen. DS-Spiele unterstützen kein... WPA2 heißt das Zeug, glaube ich. Die Internet-Einstellung, die jetzt momentan Standard ist, sondern nur WEP oder so. Und ich musste halt erstmal meinen kompletten Router auf WEP-Einstellungen setzen, damit ich die DS-Bonus-Rätsel runterladen konnte. Ich habe bei der Telekom angerufen, weil ich bei der Telekom-Kundin bin. Und hab mir das erklären lassen, hab gemeint, ja, ich hab hier diesen Gameboy und ne. Voll so. Einfach, das war einfach voll bescheuert eigentlich, wie ich es gemacht habe. Jedenfalls habe ich es dann rausgefunden und konnte dann die Rätsel runterladen. Habe ich aber voll beeilt, weil ich sau Schiss habe, wenn es so um Internet-Einstellungen geht, dass sich da irgendjemand bei mir reinhackt oder sonst irgendwas oder dass das auf einmal bleibt, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da einfach sau Schiss, weil ich da voll der Noob drin bin. Und naja, wie gesagt, habe ich das dann schnell runtergeladen. Und ja. Eigentlich kann ich jetzt wieder hoch nach Yugi gehen. Ich meine, ne. Ich warte aber noch und markiere dann... Na, wobei, ist eigentlich egal. Gibt's hier irgendwo... Ist eigentlich egal. Ja, ich laufe jetzt einfach da hoch. So. Ja. Was gibt es noch zu erzählen? Eigentlich alles Mögliche, aber irgendwie... Ich wollte jetzt, glaube ich, viel über Shoppen reden, aber irgendwie... Ist mir das jetzt entfallen. Ich bin ja eigentlich nicht so die Shopperin. Ich bin ja eigentlich nicht so das typische Mädchen. Und finde irgendwie so Schuhe kaufen oder Klamotten kaufen, das ist für mich Mittel zum Zweck. Außer ich bin halt gerade im Internet und irgendwo ist Angebot,
dann kaufe ich ein paar Klamotten. Keine Schuhe, wie gesagt, weil Schuhe frustriert mich, aber Klamotten.